Peter Hepp kann nicht sehen. Er kann auch nicht hören oder sprechen. Trotzdem entschied er sich vor fast 20 Jahren, Diakon zu werden. Taufen und Beerdigungen zu leiten, den Segen und die Kommunion zu spenden. Einen taubblinden Diakon hatte es in Deutschland noch nie gegeben. Also der Satz war natürlich, du hörst aber nicht, du siehst aber nicht, wie soll das gehen? Ein Diakon sollte doch zuhören können, sollte doch schauen können, sollte doch sehen können. Aber es gab einfach immer wieder Zeichen in Richtung Weg zum Diakonat. Der gesunde Menschenverstand, die Vernunft, sagte, sowas ist gar nicht möglich. Aber vom Glauben her, zeigte sich, dass es doch so sein sollte. Peter Hepp blieb dran und wurde vor 14 Jahren Diakon. Heute steht ein Gottesdienst in der hörenden Gemeinde an. Danklied 393, nun lobet Gott. Seine Frau Margarita Hepp ist stets an seiner Seite. Schritt für Schritt fanden die beiden heraus, wie die Arbeit eines taubblinden Diakons gelingen kann. Man macht einfach, so sagt ja. Irgendwie muss man jetzt machen. Man macht dann einfach und dann läuft es, dann ist gut. Wir haben eben schon alles vorbereitet mit Lieder und so. Und jetzt noch das letzte, das Lesen im Wechsel. Und dann ist alles klar. Komm. Ja, ja. Nee, nee. Fangen wir mal an. Ich komme dann aus der Reihe. Genau. Zum Evangelium des Christus Sieger singt man ja vorher. Ja. Die Gottesdienste von Peter und Margarita Hepp sind außergewöhnlich. Den Ablauf gestalten sie nach ihren Möglichkeiten. So bringen sie die Welt der Gehörlosen in die Kirche. Man orientiert sich nach der Einfachheit. Eine einfache Predigt, einfache und klare Sprache. Manche verwechseln das mit primitiv. Eine primitive Predigt, aber das ist mir egal. Also ich habe kein großes Interesse an hochgeistigem, hochtheologischen. Mir ist es wichtig, dass die Menschen begreifen. Das ist das Wichtigste für mich. Und ich gehe gerne mit dem Niveau runter. Peter und Margarita Hepp machen das Unmögliche möglich und das Komplizierte einfach. Wir haben in dieser kleinen Ruhe Christi Kirche manchmal auch keinen Organisten. Und wie kann das dann trotzdem sein? Und dann ist das ist eben das Wertvolle an dem. Dann stellt man sich die Frage, um was geht's eigentlich? Was ist das? Um was geht's eigentlich? Was ist die Grundlage? Und dann stellen wir fest, diese Sachen, die bei den Taubblinden dann möglich sind. Die führen ihn zurück. Ohne Hören, Sehen und Sprechen übernimmt Peter Hepp alle Aufgaben eines Diakons.
Denn sein Glaube kennt keine Grenzen. Es geht da nicht um Hören und Sehen, sondern es geht um innerlich frei zu sein, innerlich hören und sehen. Jesus zeigt, wie das möglich ist, innerlich frei zu sein und zu leben. Auch wenn man äußerlich krank ist oder behindert oder alt, wenn man nicht sehen kann, nicht hören kann, dann ist es wichtig, dass man im Herz frei ist.